Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Besonders begrüßen natürlich den Rektor der Hochschule, dann liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Gäste und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Nach dem ersten Vortrag, der über die deutschsprachige Theologie im 19. Jahrhundert ging, ist meine Aufgabe, den Blick etwas katholisch zu weiten auf ein Land, das vielleicht etwas aus unserem Blick gerät, wenn wir von Theologie sprechen, auf England und auf eine Person, die Sie unter Umständen kennen, mindestens dem Namen nach, John Henry Newman, geboren 1801 in London, gestorben 1890 in Birmingham, wo ihn im Jahr 2010 Papst Benedikt XVI. Zum Seligen ernannt hat. Der amerikanische Jesuitentheologe Kardinal Everett Dulles hat in seiner Geschichte der Apologetik Newman als den führenden katholischen Apologeten des 19. Jahrhunderts und als einen der größten Apologeten aller Zeiten der Kirchengeschichte bezeichnet. Und der frühere Münchner Fundamentaltheologe Heinrich Fries zählt ihn im Theologenlexikon zu den, Zitat, maßgeblichen Wegbereitern der gegenwärtigen Theologie. Über solche Urteile kann man natürlich diskutieren. Unbestritten ist, dass Newman als ein Mensch seiner Zeit und eingebettet in eine ganz bestimmte kirchliche und universitäre Kultur im 19. Jahrhundert in der Tat einige Themen aufgegriffen hat, zum Beispiel zum Gewissen, aber auch zur Leidenfrage, die zumindest teilweise einen Niederschlag gefunden haben in Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils und die auch heute noch diskutiert werden. Es sind Anregungen, denke ich, die fruchtbar werden könnten. Ich gebe einen kleinen Hinweis zur Biografie, aber ganz kurz, und habe dann drei Punkte, in denen er drei dieser Themen entfaltet. In der oft zitierten Biglietto-Rede anlässlich der Überreichung der Urkunde, mit der ihn Papst Leo XIII. 1879 zum Kardinal ernannt hat, hat Newman als den roten Faden seines Lebens den Kampf gegen den Liberalismus bezeichnet. Unter Liberalismus in der Religion bezeichnet er die Auffassung, dass es in der Religion keine objektive Wahrheit, sondern nur subjektive Meinungen gebe, dass jede Religion und auch jede Kirche so gut sei wie jede andere und dass es im Grunde gleichgültig sei, was ein oder eine glaubt, weil die religiöse Wahrheit sowieso plural und auf jeden Fall nichts allgemein Verbindliches sei. Auch wenn solche Selbststilisierungen nicht immer das ganze Leben abdecken, so hat Newman, denke ich, damit doch eine gewisse Grundmelodie seines Theologietreibens benannt. Allerdings in wechselnden Kontexten. Der erste Kontext ist sein anglikanisches Leben. Er war bis 1845, bis in die Mitte seines Lebens, Anglikaner und dann schließlich auch anglikanischer Prediger und Priester. In der anglikanischen Phase entdeckt er seine Begeisterung für die Patristik. Er war, wie er selber schreibt, nie ein systematischer Theologe. Er war Patrologe und aus den Diskussionen der Patristik zog er Konsequenzen für seine Zeit. In der damaligen anglikanischen Kirche von England, wie heute, spielen Laienvertretungen eine große Rolle. Der jeweilige Monarch selbstverständlich, als weltliches Oberhaupt der Kirche, immer noch heute ist Elisabeth II. Das weltliche Oberhaupt als Laie der Kirche von England. Die Regierung, die die Bischöfe bis heute ernennt. Das Parlament, das noch in den 1920er Jahren in England über die Einführung eines neuen Gebetsbuches entschied in der anglikanischen Kirche. Und dann die unterschiedlichen synodalen Strukturen bis hin zur Kirchenversammlung einer Pfarrei, die über Anstellung und Abberufung eines Pfarrers entscheidet. Nicht der Bischof entscheidet in der anglikanischen Kirche, ob ein Pfarrer eine Stelle eintritt, sondern die Kirchenversammlung, die konkret aus Laien besteht. Eher unterbelichtet und von vielen anglikanischen Bischöfen selbst nicht gewollt,
war zu Newmans Zeit die Rolle der Bischöfe als Wächter des Glaubensinhaltes und als Entscheidungsinstanz in Glaubensfragen. Das führte Newman in die Oxford-Bewegung, in der eine Reihe von Oxforder Theologen versuchte, durch Predigten und durch Schriften die berühmten Tracts for the Times, die Traktate für die Zeiten von 1831 bis, 1833 bis 1841, die Abhängigkeiten der anglikanischen Kirche in säkularweltliche Verstrickungen aufzudecken und die patristisch-katholische Identität dieser Kirche zu reklamieren. Den ersten dieser 90 Traktate schrieb Newman selbst über die apostolische Sukzession des Amtes. Den letzten 90. verfasste auch er, als er sich darum bemühte, bestimmte Lehrartikel der Kirche von Rom im Konzil von Trient, konkret die Messe als Opfer, als für vereinbar mit dem christlichen Glauben und mit der patristischen Theologie darzustellen. In dem Buch An Essay on the Development of Christian Doctrine, ein Buch über die Entwicklung der christlichen Glaubenslehre, geschrieben zwischen 1844 und 1845, stellt er dann die Frage, in welcher Kirche denn Athanasius aus dem 4. Jahrhundert von Alexandria oder Ambrosius von Mailand, wenn beide durch einen Zeitsprung in das 19. Jahrhundert nach Oxford versetzt wären, zur Kommunion gehen würden. In die Church of England, zu den Orthodoxen oder zu den Katholiken. Die verschiedenen evangelischen Kirchen hat er nie in seinem Leben als mögliche ekklesiologische Option in Betracht gezogen. Die Antwort gab er dann selbst, als er 1845 in die katholische Kirche konvertierte. In der katholischen Kirche selber fühlte er sich dann, wie er in einem Brief kurz danach schreibt, von Anfang an wie unter eine Wolke gestellt. Das Problem war nicht, wie in der anglikanischen Kirche, das fehlende Selbstbewusstsein der bischöflichen Autorität. Das Problem war jetzt das zunehmende Misstrauen der zuständigen Bischöfe in Birmingham, sein Ortsbischof, oder in London, die Erzbischöfe und Kardinäle, und des irischen Episkopates ihm gegenüber. Ein englischer Prälat verglich ihn mit einer lose befestigten Kanone auf einem Schiff, von der man nicht wisse, in welche Richtung sie schließlich feuern werde. Man kann sagen, dass alle seine großen Projekte in der katholischen Kirche, die Gründung einer katholischen Universität in Irland, die Errichtung eines katholischen College in Oxford, die neue Übersetzung der Bibel ins Englische nach der St. James Bible des 16. Jahrhunderts und die Herausgeberschaft einer theologischen Zeitschrift, zu denen er anfänglich von den Bischöfen ausdrücklich beauftragt oder zumindest ermuntert wurde, an den wachsenden Vorbehalten und der fehlenden Unterstützung eben dieser Bischöfe schließlich scheiterten. Das änderte sich erst mit der Ernennung zum Kardinal, aber dann begannen die Angriffe der Theologen ihm gegenüber. In dieser Situation entwickelt Newman nun in drei Schritten, die möchte ich darstellen, das Modell einer Aufgabenverteilung in der Kirche. Newman selber wollte Spuren dieser Sicht schon in der Patristik entdecken. Und jetzt konkret die Frage, welche Aufgaben haben nun nach Newman in dieser Perspektive die Laien bzw. die Gläubigen? Erster Schritt, das Buch The Idea of a University, die Idee einer Universität. Einen ersten Gedanken dazu legt Newman in der Schrift, die ich gerade genannt habe, vor. Es handelt sich um eine Sammlung von Vorträgen und Referaten vor und während seiner Zeit als Gründungsrektor der geplanten katholischen Universität in Dublin, die dann 1858 gescheitert ist, als die irischen Bischöfe ihm die Unterstützung unterzogen. Manche der Überlegungen, die er entwickelt, sind traditionell. Zum Beispiel der Erinnerung, dass eine Universität gemäß ihrer Gründungsintention im Mittelalter nicht nur eine umfassende Körperschaft, eine Universitas von Lehrern, Magistri und Studierenden sei, sondern dass eine Universität, eine Hochschule vor allem anstreben müsse,
institutionell das ganze wissenschaftlich erreichbare Wissen einer Zeit in sich zu versammeln, als Universitas Scientiarum. Andere Überlegungen in dieser Schrift sind der Zeit geschuldet, wie zum Beispiel der Kampf gegen die von der damaligen britischen Regierung unterstützten Versuche, die klassische Bildung, konkret Latein und Griechisch, und die Kenntnis der griechisch-römischen Antike sowie die wissenschaftliche Beschäftigung mit Philosophie und Theologie aus dem Bildungskanon der Universitäten auszuschließen im 19. Jahrhundert in England. Newman diagnostiziert als Grund für solche Haltung eine evangelikal-protestantische Meinung, der zufolge Religion nicht eine Angelegenheit des Wissens, sondern des Gefühls sei. Aber, sagt Newman, wenn es wahr ist, dass Gott existiert, wenn es wahr ist, dass Gott sich geoffenbart hat und zu den Menschen gesprochen hat und dass seine Existenz und die Offenbarung damit Bestandteil der Gesamtwirklichkeit und damit des Gesamtwissens dieser Welt sind, dann gehört Theologie als wissenschaftliche Disziplin an die Universität, wenn diese ihrem Namen und ihrem Wesen gerecht werden will. Denselben Gedanken hatte, wie Sie wissen, Benedikt XVI., bei dem man sehr viele Themen der Theologie Newmans wiederfinden kann, in seiner berühmten Regensburger Vorlesung zu Beginn vorgelegt. Das Nachdenken in den Wissenschaften und die Reflexion der Theologie sind, so Newman, aufeinander angewiesen, weil es nur eine Wahrheit gibt und Gott die Quelle und der Schöpfer der beiden geistigen Kräfte des Menschen, Vernunft und Glaube, ist. Genau diesen Gedanken hat wiederum Johannes Paul II. In der Enzyklika Fides et Ratio eingeschärft, in der er explizit auf Newman verweist. Im Blick nun auf die Studenten einer Universität hat nach Newman die Universität eine dreifache Aufgabe. Erstens, sie müsse Absolventen ausbilden, die kompetent in ihrem Beruf tätig sind, auf den sie sich durch ihr Studium vorbereiten. Es ist, sagt Newman, ein nicht gering zu schätzendes christliches Zeugnis, wenn Christen in der konkreten Praxis ihres Berufes gesellschaftlich und in der Öffentlichkeit anerkannt sind, gute Lehrer sind, eine gute Medizinerin sind, ein guter Angestellter sind. Zweitens, sie müsse Christen ausbilden, die auch in ihrem christlichen Glauben auskunftsfähig sind. Dazu gehört aber, so Newman, eine gewisse Bildung. In einem Brief von 1857 schreibt er, dass er große Probleme habe, wenn sich Laien, in einem eher negativen Sinn dann offensichtlich, als Autodidakten und Amateure in theologischen Fragen äußerten. Aus demselben Grund, weswegen er gegen autodidaktische Mediziner und noch mehr gegen autodidaktische Juristen sei. Das heißt nicht, weil sie Laien seien, sondern weil sie sich alles selber angelesen hätten. Theologie sei eine Wissenschaft, habe feste Regeln und Methoden und müsse eben gelernt werden. Und dritter Punkt, wenn Laien, also Christen, die nicht in einem Weihestand leben, allerdings Theologie studiert und praktiziert hätten, so Newman, sei ihre bisherige Erfolgsgeschichte die Apologetik gewesen. Das ist der frühere Name der heutigen Fundamentallogie. Er nennt konkret Justin den Märtyrer, Athenagoras, Anobius und Lactanz aus der Patristik oder im 19. Jahrhundert Joseph de Maistre, François-René de Chateaubriand, dann ein etwas unbekannterer Philosoph und Theologe Jean-Jacques Auguste Nicolas und Charles de Mandelbaum-Lambert im 19. Jahrhundert, wie gesagt. Man könnte exemplarisch auf die großen Frauenheiligen des Mittelalters und in der Neuzeit auf Edith Stein verweisen, auf die auch Johannes Paul II. Hinweist, auf Blaise Pascal oder Gilbert Chesterton. Nach Newman sind theologisch gebildete Laien besonders für die Apologetik und Fundamentaltheologie qualifiziert, weil sie sich leichter aus der Binnenperspektive der Theologie lösen können und eher existenziell mit den Fragen und Problemen einer säkularen Gesellschaft zu tun haben. Speziell der römischen Theologie und Kurie seiner Zeit hat Newman vorgeworfen,
dass sie die Gegner des Christentums allzu oft bloß als literarische Fiktionen beschreibe und sie zu wenig aus einer persönlichen Erfahrung erlebe. Der zweite Gedanke, das ist die bekannte Rempler-Affäre. Der Rempler, man kann das Wort übersetzen mit Wanderer oder Landstreicher, eine theologische Zeitschrift, 1848 in England gegründet von einem Laienkonvertiten, war keine klassische theologische Zeitschrift, sondern war eher so wie das Publikforum für einige Zeit, ein Presseorgan im Sinne eines Meinungsforums zu praktischen Fragen des Glaubens und war adressiert an ein gebildetes katholisches Bürgertum, das damals in England allerdings meistens aus Konvertiten bestand. Aus diesem Grund war die Zeitschrift von Anfang an von den katholischen Bischöfen Englands eher etwas beargwöhnt, bis dann 1858 die Verantwortlichen von den Bischöfen vor die Aufgabe gestellt wurden, entweder den Rempler einzustellen oder Newman als Herausgeber zu akzeptieren. Als sein Ortsbischof Newman selber von dieser Absicht der Bischöfe informierte, war dieser nicht begeistert, schon der Name der Zeitschrift gefiel ihm gar nicht, obwohl er das Anliegen des Projektes durchaus teilte. Im Grunde hat Newman nur zwei Ausgaben dieser Zeitschrift im Jahr 1859 verantwortet, nämlich die Mai-Ausgabe und die Juli-Ausgabe, bis ihn dann sein Ortsbischof wieder im Namen der englischen Bischöfe aufforderte, sein Amt als Herausgeber zu beenden. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war ein Artikel eines katholischen Schulinspektors im Rempler, in dem dieser die Bischöfe implizit dafür kritisierte, dass sie nicht mit der staatlichen Schulaufsicht konstruktiv zusammenarbeiteten. Newman schrieb in der Mai-Ausgabe dazu einen Kommentar, der erklärte, die Bischöfe sollten doch die Meinung von Laien, die in bestimmten Bereichen Experten seien, ernst nehmen, da ja sogar Pius IX. In der Vorbereitung der Dogmatisierung der Immaculata Conceptio auch die Laien, Zitat, konsultiert, Englisch to consult habe, also die Bischöfe der ganzen Welt fragte, ob ihr Klerus und die Gläubigen diesen Glaubensartikel festhielten. In dem berühmten Artikel On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine, das heißt über die Frage der Konsultation der Gläubigen in Angelegenheiten der Lehre, in der Juli-Ausgabe, verteidigt Newman dann das Wort Consult, ergänzt aber, er meint dieses Wort nicht in einem vielleicht technischen Sinn eines um Rat Fragenden, sondern er meine es in der Alltagsbedeutung, in der es zum Beispiel heiße, ein Arzt konsultiere ein Thermometer, um den Zustand eines Patienten festzustellen, also ein Faktum. Großen Wirbel machte dann die weitere Bemerkung in dem Artikel, dass im 4. Jahrhundert in den arianischen Auseinandersetzungen nach dem Konzil von Nicea trotz einzelner großer Bischöfe, Athanasius, Ambrosius, Johannes Chrysostomus und Augustinus, die in Personalunion auch Theologen waren, die Gesamtheit der Bischöfe und der Theologen ihrem Auftrag zur Bewahrung des Glaubens untreu gewesen sei, unfaithful to its commission, während die Gruppe der Laien, the body of the laity, in Treue zu ihrem Taufbekenntnis den wahren Glauben gegenüber der arianischen Häresie festgehalten habe. In dem Brief, einem späteren Brief, präzisiert Newman, er habe nicht sagen wollen, dass die überwiegende Mehrheit des damaligen Episkopats positiv in die arianische Häresie verfallen sei, sondern dass sie durch ihr Hin- und Herschwanken in der christologischen Frage den Glauben in Gefahr gebracht habe, während die Laien diesen Glauben verteidigt hätten. Manche Autoren im 20. Jahrhundert, unter anderem Yves Congar, haben darauf hingewiesen, dass Newmans Darstellung der arianischen Kontroverse des 4. Jahrhunderts im Blick auf die Laien vielleicht etwas zu romantisch und zu idealisierend gewesen sei und dass er vielleicht zu unkritisch gegenüber seinen Quellen gewesen sei, den Kirchenhistorikern Sokrates Scholastikos und Sozomenos im 5. Jahrhundert, die selber als Laien
wobei allerdings bei manchen Quellen sagen, dass Sokrates Scholastikos durchaus ein Kleriker war, aber Sozomenos war ein Laie, als Laien das Verhalten der Bischöfe massiv in Frage gestellt hätten. Und Newman hatte sich zu ungeprüft auf diese Aussagen verlassen. Ich denke, man muss da hier wohl ein bisschen differenzieren. Es gibt auf der einen Seite Urteile wie dieses Hieronymus. Zitat: Es seufzte der Erdkreis und wunderte sich, arianisch geworden zu sein. Schluss des Zitates. Es gibt Aussagen des Bischofs Hilarius von Poitiers: Die Ohren der Gläubigen waren damals heiliger als die Herzen der Bischöfe. Und es gibt das Urteil des Bischofs Gregor von Nazianz in einem Brief: Ich meide die Synoden von Bischöfen, denn es gibt kein Übel in der Kirche, das durch eine Bischofssynode nicht noch vergrößert werden könnte. Auf der anderen Seite erwähnt Gregor von Nyssa, dass er bei einem Besuch in Konstantinopel auf den Markt von den Verkäufern und Geldwechslern, von wildfremden Leuten auf der Straße, beim Bäcker und im öffentlichen Bad vom Bademeister, allesamt Laien, mit deren sehr verschiedenen Ansichten konfrontiert worden sei, ob Jesus nur Gott ähnlich oder sogar Gott gleich sei. Basilius von Caesarea hat von der damaligen Situation von einem unbeschreiblichen Durcheinander der kirchlichen Situation gesprochen im 4. Jahrhundert. Es sei, schreibt er, wie bei einer nächtlichen Seeschlacht während eines Sturmes. Niemand mehr habe festen Boden unter den Füßen. Keine wisse mehr, wer Freund oder Feind sei. Jeder schlage auf jeden anderen ein. Im 4. Jahrhundert. Immerhin kann man sagen, dass Newman damals so ziemlich als einziger, Hinweise gibt es allerdings bei den römischen Theologen, der schon erwähnt worden ist, Giovanni Barone und Deutschland, eventuell kleiner Hinweis bei Johann Adam Müller, ein Thema angesprochen worden ist, das seit der Patristik und seit dem Mittelalter unter dem Stichwort, den Stichworten Sensus Fidei, Sensus Fidelium, Consensus Fidelium oder Rezeption diskutiert wurde, und dass in Artikel 12 von Lumen Gentium mit den Aussagen lehramtlich festgestellt ist, zitiere, die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht fehlgehen und das Volk Gottes hänge, Zitat, mit seinem Sensus Fidei unter der Leitung des Lehramtes unwiderruflich dem Glauben an. Andererseits gibt es hier durchaus offene Fragen. Eine statistische Mehrheit ist nicht gedacht, offensichtlich. Umfragen in Deutschland geben da manchmal erschreckende Aufschlüsse über ein fehlendes Glaubenswissen. Ich glaube, 40% der Deutschen glauben, dass es einen personalen Gott gibt, weil immerhin so 60% sich offiziell zur Kirche bekehren oder Bekenntnis im Christentum bekehren. 60% glaubt allerdings auch, dass es Engel gibt. Also mehr glauben, dass es Engel gibt, als dass es einen personalen Gott gibt. Also solche Umfragen geben eigentlich eher Aufschluss, dass so dieser Sensus Fidei nicht unbedingt eine statistische Auskunft über eine Mehrheitsmeinung ist. Im Mittelalter wurde dann die Idee der Senior Bars, die ja im Ordensleben durchaus eine Rolle spielt, ein allerdings auch nicht völlig unproblematischer Begriff, im Zusammenhang der Franziskanerkontroversen um das Testament des Franz von Assisi leidenschaftlich diskutiert. Die Minderheit, die Spiritualen, die sich zu Recht auf das Testament des Franz von Assisi bezogen, und die Mehrheitsgruppe, die Konventualen, die die Unterstützung des Papstes hatten, sagten jeweils, dass sie selbst die Senior Bars seien, während die andere eben nicht die gesunde Partei darstelle. Das ist mal so eine Ansichtsfrage. Und was sind die Kriterien für eine Senior Bars? Was wäre im Fall, wenn man diese Frage des Sensus Fidei, die Numena anspricht, auch im Blick auf die Gesamtheit der Glaubenden mal anschaut, was wäre im Fall eines deutlichen Dissenses, wenn etwa das außerordentliche Lehramt des Papstes oder eines Konzils eine Glaubenslehre vorlegt, die einhellig vom Gottesvolk abgelehnt oder nicht rezipiert wird. Man kann ja mal die Frage hypothetisch stellen. Der Dictatus Pape von 1075 von Gregor dem 7. hat da einige Beispiele. Mein Favorit ist die Nummer 23 der 27 Artikel, wo es heißt, dass jeder Papst im Augenblick seiner Wahl automatisch heilig ist. Niemand außer Gregor dem 7. hat das geglaubt zu seiner Zeit und niemand in der Folgezeit hat diesen Satz rezipiert. Aber Gregor hat ihn offensichtlich als Glaubensartikel mindestens ins Gespräch bringen wollen.
Josef Ratzinger hat mit Newman darüber spekuliert, mit Newman, er bezieht sich auf Newman, dass natürlich nicht, wie die Gallikaner dachten, erst die Rezeption einer Glaubensdefinition ihre Wahrheit verbirgt. Das haben die Gallikaner in Frankreich gedacht. Erst wenn das Volk eine glaubensdogmatische Äußerung akzeptiert oder rezipiert, dann ist sie auch unfehlbar. Aber er sagte, Ratzinger, dass die einmütige Nichtrezeption in den Gläubigen doch die Frage erlaube, ob es sich tatsächlich um eine unfehlbare Äußerung gehandelt habe. Und da gebe ich ein Zitat aus einem Artikel von 1970 von Josef Ratzinger. Kritik an päpstlichen Äußerungen, an bischöflichen Äußerungen, ist in dem Maß möglich und nötig, in dem ihnen die Deckung in Schrift und Credo bzw. im Glauben der Gesamtkirche fehlt. Wo weder Einmütigkeit der Gesamtkirche vorliegt, noch ein klares Zeugnis der Quellen gegeben ist, da ist auch eine verbindliche Entscheidung nicht möglich. Würde sie formal gefällt, so fehlten ihre Bedingungen und damit müsste die Frage nach ihrer Legitimität gestellt werden. Schluss des Zitates. Das heißt, so schön und wunderbar der Gedanke des Fensus Fidei ist, es sind ja durchaus einige Fragen offen, die man noch diskutieren müsste, bevor man diesen Begriff jetzt so als Lösung aller Probleme ins Gespräch bringt. Der dritte Gedanke von Newman ist die schon oft angesprochene Drei-Ämter-Lehre, the Threefold Office. Er entwickelt diesen Gedanken im Letter to the Duke of Norfolk, im Brief an den Herzog von Norfolk. Das war traditionell und ist auch heute noch der Sprecher der katholischen Laien in England seit dem 16. Jahrhundert und im Vorwort zur dritten Auflage von The Via Media of the Anglican Church, der Mittelweg der anglikanischen Kirche. Es handelt sich um eine, und das ist, denke ich, der bedenkenswerte Beitrag von Newman zur heutigen Debatte, handelt sich um eine sehr originelle Version der Drei-Ämter-Lehre, die ja auch schon angesprochen worden ist. Im Neuen Testament, wissen Sie, finden sich verschiedene Aussagen, die Christus als Priester, zum Beispiel im Hebräerbrief, als Propheten bei den Synoptikern oder als guten Hirten, zum Beispiel in den zwei Petrusbriefen, beziehungsweise als königlichen Heilsmittel beschreiben. Dieses dreifache Amt Christi, Priester, Prophet und Hirt oder König, hat dann wohl als erster Calvin im 16. Jahrhundert systematisiert. Und in Reaktion auf die Reformation wurde dieses Lehrstück dann auch in der katholischen Theologie allmählich rezipiert und dann auf den Zweiten Vatikanischen Konzil sogar lehramtlich aufgenommen. Das Zweite Vatikanische Konzil beschreibt, dass jeder Gläubige durch die Taufe Anteil habe an diesem dreifachen Amt Christi und dass unter den Amtsträgern der Bischof die Fülle der Ämter der Verkündigung des Propheten, der Liturgieverwaltung des Priesters und des Hirtendienstes besitze, an denen die Priester und die Diakone gestuft mitwirken. Singulär bei Newman ist nun, dass er diese drei Ämter nicht auf eine Person beschränkt, sondern dass sie drei Gruppen in der Kirche zuordnet. Diese drei Ämter, sagt Newman, hätten sich allmählich entwickelt. Von der alten Kirche, als die Kirche noch eine vorwiegend betende und verfolgte Gemeinschaft war, über die Herausbildung verschiedener theologischer Schulen im Mittelalter bis hin zu einer Organisationsform unter Leitung des Bischofs von Rom seit dem 3. und 4. Jahrhundert. Daraus seien nun drei Funktionsformen entstanden, die nicht isoliert voneinander bestehen können, sondern nur in Interaktion miteinander, allerdings mit je spezifischen Gefahren. Die Praxis der Volksfrömmigkeit, also konkret der priesterliche Dienst, ausgeübt im Gottesdienst, aber auch im Alltag des Christseins. Auch in der Familie geschieht Gottesdienst. Denken Sie an die Aussagen Jesu, der Dienst am Nächsten ist auch Gottesdienst. Die Praxis der Volksfrömmigkeit, ausgeübt im Gottesdienst, im priesterlichen Dienst der Laien, unterstützt durch die Priester, sei die Grundlage. Aber diese Praxis der Volksfrömmigkeit, sagt Newman, laufe Gefahr, manchmal Gefahr, in religiösen Überschwang, in exzessivem Enthusiasmus und leider ab und zu mal auch in Aberglauben zu entarten. Die theologische Reflexion in Gestalt der idealerweise Vielzahl der theologischen Schulen, die Vielzahl der theologischen Meinungen, ist für Newman ein Argument für die Freiheit der Theologie und die Selbstkritik der Theologie.
durch Widerspruch der anderen Theologen kommt man dann allmählich der Wahrheit nahe. Und deswegen ist es gut, wenn es verschiedene Schulen gibt und verschiedene Meinungen in der Theologie. Also die theologische Reflexion in der Gestalt der vielen theologischen Schulen versuche, den Glauben vernünftig und wissenschaftlich zu begreifen, könne aber, das ist ihre Gefahr, in einen überkritischen Skeptizismus münden, der die übernatürliche Seite des Glaubens gar nicht mehr wahrnimmt. Dritte Funktion, die kirchliche Autorität, Papst und Bischöfe bewahre, wieder ideal gesehen, den Glaubensinhalt und koordiniere verbindlich das christliche Leben, könne aber manchmal in Ehrgeiz, Karrierestreben und Willkür entgleisen. Dass unter diesen drei Gruppen eine gewisse Spannung, manchmal sogar ein ausgesprochener Dissens besteht, ist für Newman völlig normal. Das ist unsere christliche Situation in der erbsündigen Wirklichkeit unserer Welt. Die Volksfrömmigkeit kritisiere, sagt Newman, die Theologie als zu intellektuell und unverständlich und die Hierarchie als zu diplomatisch oder gegebenenfalls zu rigide und autoritär. Die Theologie errege sich über ausufernde Formen der Volksfrömmigkeit und die sogenannten Forschungsbeschränkungen durch die Hierarchie. Und die Hierarchie sei skeptisch bei allzu emotionalen Ausbrüchen der Volksfrömmigkeit. Denken Sie, dass im 17. Jahrhundert sogar Wallfahrten verboten wurden in der Theologie der Aufklärung durch die Bischöfe. Und gegenüber dem Insistieren der Theologie auf der Vernunft. Aber alle drei Gruppen brauchen einander, damit sie funktionieren. Die Hierarchie und die Theologie brauchen den Glauben, den lebendigen Glauben des Volkes. Aber dieser Glaube benötige seinerseits den disziplinären Halt und die theologische Reflexion. Die Hierarchie und die Volksfrömmigkeit brauchen die Grenzziehung der Theologie und die Begrifflichkeit der Theologie. Aber die Theologie sei ihrerseits angewiesen auf die Grenzen der Hierarchie und die Verwurzelung in der Frömmigkeit ihrer einzelnen Mitglieder. Auch die Theologen könnten und sollten fromm sein. Von der dienenden Theologie wird da manchmal gesprochen. Und die Volksfrömmigkeit und die Theologie brauchen die Ordnung der Hierarchie, aber die Hierarchie selber lebe von der Verankerung ihrer Glieder in der Praxis der Volksfrömmigkeit und dem Nachdenken der Theologie. Resümee jetzt. Es ist eine Ekklesiologie der Checks and Balances, des ausgewogenen Gleichgewichtes, der gegenseitigen Kontrolle, des Gleichgewichts der kirchlichen Funktionen, die Newman beschreibt. Jede der drei Funktionen in der Kirche, oder der drei Gruppen, Papst und Bischöfe, erste Gruppe, Theologen, Theologinnen, zweite Gruppe, und Laien, unterstützt durch die Priester, die dritte Gruppe, hat eine eigene Aufgabe, aber unterliegt deswegen auch je spezifischen Versuchungen und Gefahren, vor denen nur die Interaktion mit den anderen Gruppen sie bewahrt. Es gibt in der Christentumsgeschichte tatsächlich Vorläufer dieser Vision, die Newman allerdings nie zitiert. Denken Sie, wir haben darüber gesprochen schon, an Paulus im 1. Korintherbrief, im Bild vom Leib Christi, die verschiedenen Glieder. Oder denken Sie an Paulus auch im 1. Korintherbrief in seiner Ämterliste, in der ein kirchliches Amt nur dann als Charisma gilt, wenn es tatsächlich die Gemeinschaft auferbaut. Eukodomein heißt der Ausdruck. Nur dann ist ein Amt ein charismatisches Amt, ein Charisma, eine Gnadengabe Gottes, wenn es die Gemeinschaft bildet, auf das Haus der Kirche auferbaut. Oder denken Sie an Thomas von Aquin mit seiner Lehre von den zwei Lehrämtern. Das Lehramt der Bischöfe, die entscheiden, und das Lehramt der Theologen, die die Fragen stellen. Und wo Thomas warnt, sich nicht gegenseitig die Grenzen einzurennen. Thomas warnt davor, dass Bischöfe als Theologen auftreten, als innovative Forscher in der Lehre. Das ist nicht die Aufgabe der Bischöfe, sie müssen entscheiden. Oder dass Theologen als Entscheider auftreten, lehramtliche Unfehlbarkeit für sich beanspruchen. Im 19. Jahrhundert haben theologische Studenten einen Spottvers auf einen Theologen gedichtet, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Der Papst will infallibel sein, doch wisst, ich bin es ganz allein. Oder denken Sie an die frühe Franziskaner-Theologie mit ihrer Betonung der kirchenfundierenden Rolle der Laienfrömmigkeit. Von Bonaventura stammt der Satz, dass eine alte Frau, die ohne Kenntnis
oder große Kenntnis der christlichen Geschichte, jeden Tag ihre Gebete verrichtet. In ihrem kleinen Finger mehr Theologie habe, als ich in allen theologischen Bibliotheken und kirchlichen Kanzleien zusammenfinden lasse. Ich muss sagen, damals waren die kirchlichen Bibliotheken durchaus beschränkt, also nicht so groß wie heute, aber trotzdem stimmt, denke ich, die Aussage vielleicht auch heute noch. Johann Adam Möhler hat von den zwei Egoismen in der Kirche gesprochen, die sich gegenseitig produzieren und verstärken. Wenn einer allein alles sein will in der Kirche, das ist der erste Egoismus, wenn einer all an sich zieht in der Kirche und meint, das ist dann die Kirche, oder wenn ein jeder alles sein wolle, der gegenteilige Egoismus, und beides zerstöre, sagt Möhler, die Kirche in ihrem Wesen. Im 20. Jahrhundert hat Josef Ratzinger unter Berufung auf einen orthodoxen Theologen des 12. Jahrhunderts davor gewarnt, die Autorität in der Kirche auf einen einzigen Menschen zu reduzieren. Er bezieht sich auf eine Rede, die Niketas, ein orthodoxer Bischof von Nikomedien, im 12. Jahrhundert in Disput mit einem westlichen Bischof, Anselm von Havelburg, betrieben hat, ein Dialog. Es ging um Dictatus Pape. Und Sie wissen, das Schlüsselwort des Dictatus Pape heißt, der Papst allein kann alles. Er kann allein Bistümer gründen. Er kann allein Gesetze machen. Er kann allein regieren. Er kann allein Liturgie machen. Er kann allein lehren. Er kann allein entscheiden. Und da sagt Niketas von Nikomedien, na gut, wenn es allein ist, dann soll es bitte auch allein tun. Und dann schauen wir zu. Dann soll er allein lehren. Dann soll er allein die Gottesdienst halten. Dann soll er allein. Und wir stehen am Rand und klatschen Beifall, wenn er es gut macht, und kritisieren, wenn er es falsch macht. Wenn er aber Mitarbeiter braucht und will, dann muss er versuchen, die anderen noch mit einzubinden. Dann muss er versuchen, auch mit den anderen zusammenzuarbeiten. Dann muss er eine Kooperation wollen. Und Josef Ratzinger schreibt, als er diesen Text wieder entdeckt hat und herausgegeben hat, hier hat ein orthodoxer Bischof des 12. Jahrhunderts die katholische Lehre verteidigt gegen einen westlichen Bischof, der, Klammer auf, Klammer zu, vom Didarus Barbe her die Kirche interpretiert. Der Abel Newmans, die Kirche als ein harmonisches Zusammenspiel verschiedener Funktionen zu sehen, Newman spricht gerne von einer Symphonie, der auch in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils begegnet, ist nicht neu. Neu und originell ist Newman allerdings dort, wenn er vielleicht manchmal etwas zu schematisch davon spricht, dass jede spezifische Funktion auch in eine je eigene Fehlfunktion entarten kann. Denken Sie daran, was Aristoteles sagt. Es gibt drei Regierungsformen in der Kirche, in der Welt. Die sind alle nicht schlecht, sagt er. Das eine ist die Monarchie, das zweite ist die Aristokratie und das dritte ist die Demokratie. Alles ist möglich. Aber das Problem wird, dass jede Regierungsform auch eine Fehlform machen kann und die ist dann umso schlechter, je besser die eigentlich gemeinte Regierungsform. Die Monarchie kann entarten in eine Tyrannis, eines Diktators. Die Aristokratie, die Herrschaft der Besten, kann zur Oligarchie werden. Das heißt, zur Herrschaft der wenigen, die dann auf ihre eigenen Besitztümer schauen. Und die Demokratie, die Herrschaft des Volkes, kann werden zur Ochlokratie, zur Herrschaft des Pöbels, der Masse. In der Französischen Revolution haben wir aber einige Beispiele dafür. Das heißt, jede Funktion, so gut sie ist und so wichtig sie ist, politischer Art, aber auch kirchlicher Art, hat auch Fehlformen, die ja ganz eigen sind und spezifisch sind. Und da denke ich, Newman einen gewissen Blick darauf. Wir können uns gegenseitig heilen, indem wir uns gegenseitig aufmerksam machen für die jeweils in uns inhärenten Probleme unseres eigenen Standes in der Kirche. Newman plädiert also für Laien in der Kirche, die ihre je eigenen Stärke und Rechten, aber auch ihre je spezifischen Gefährdungen kennen. Ein gebildetes Laientum, das theologisch auskunftsfähig ist über den eigenen Glauben, mit der ganz spezifischen Aufgabe der Apologetik im Gespräch mit den anderen, die eben nicht christlich Glaubende sind, zu der sie unter allen anderen kirchlichen Funktionen, sagt Newman, am besten befähigt sei. Ein selbstbewusstes Laientum, das um seine Rechte und Stärken weiß, um das Recht der Baresia, heißt es im Neuen Testament im Paulusbrief, der freimütigen Rede. Und ein selbstkritisches Laientum, das auch den Dienst der anderen Gruppen in der Kirche in christlicher Gelassenheit zulässt und erträgt,
auch in Rücksicht, wie Paulus in Römer 14 schreibt, auf die jeweils Schwachen unter uns, die es in allen kirchlichen Funktionsgruppen gibt. Um schließlich ein Bild, das Newman verwendet, etwas auszumalen, abschließend mein Vortrag. Manchmal ist in dem kirchlichen Orchester, das eine Symphonie vortragen möchte, nicht alles so recht aufeinander abgestimmt. Manchmal sind die Paukenschläge des kirchlichen Lehramtes zu schroff und zu laut. Oder die Soliauftritte der dialogischen Klarinetisten und Flötisten zu schrill und zu selbstverliebt. Oder das Auftreten der die Melodie tragenden Streichinstrumente der Laien zu dissonant und zu unabgestimmt untereinander. Aber manchmal, Gott sei Dank in der Kirchengeschichte, ist das Spiel dieses menschlichen Orchesters immer eine Antwort auf Gottes Botschaft, tatsächlich eine Symphonie, ein Zusammenklang, die Glieder der Kirche selbst und die Außenstehenden berührt. Im 2. Jahrhundert schrieb der Laientheologe Tertullian, auch ein Laientheologe, dass in seiner Wahrnehmung die Außenstehenden das an den Christen hervorheben und dass sie sagen, im Blick auf die christliche Gemeinde, seht, wie sie einander lieben. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus